Christian Dibbern hat viele Jahre Erfahrung als Geiger. Eine Generalprobe ist trotzdem immer noch etwas Besonderes. Die Bamberger Symphoniker spielen das Paradies und die Peri von Robert Schumann. Das Orchester hat etwas, was selten geworden ist, einen eigenen Klang. Solche Begriffe wie dunkel, warm, sonor oder wie unser Chefdirigent mal gesagt hat, schöne warme Milchschokolade, das sind alles wunderbare Begriffe und trotzdem versteht am Schluss jeder was anderes drunter. Ich wäre schon glücklich, wenn man sagen würde, ich erkenne die Bamberger Symphoniker an ihrem Klang. Das wäre eigentlich das, dann weiß man, wie die klingen. Während die Musiker Schumanns Paradiese erkunden, muss ihr Intendant auch die profanen Dinge im Blick behalten. Markus Axt kümmert sich um das liebe Geld und die Organisation. Auf dem Hof steht ein Übertragungswagen des Bayerischen Rundfunks, der das Konzert mitschneidet. Viele Aufnahmen sind nur durch solche Kooperationen möglich. CDs sind ja mittlerweile auch Marketingprodukte irgendwie. Damit kann man ja kein Geld verdienen, aber umso wichtiger ist es, einen starken Partner dabei zu haben. Kultur wird in Bayern großgeschrieben. Den Löwenanteil des Etats von 16 Millionen Euro stemmen vor allem das Land und die Stadt Bamberg. Immerhin ein Drittel muss das Orchester aber selbst erwirtschaften, vor allem durch Konzerte. Trotzdem ist Intendant Axt in einer beneidenswerten Situation. US-amerikanische Orchester etwa sind meist auf private Spenden angewiesen. Die Grundfinanzierung, die Gehälter der Musiker, das ist alles gesichert. Das ist gut und das muss auch so sein, glaube ich. Weil Kultur doch in meiner Auffassung ein alltäglicher und selbstverständlicher Bestandteil unseres Lebens sein sollte. Das ist hier noch Schellack. Das ist richtig schwer. Zum 70-jährigen Jubiläum der Bamberger werden alte Aufnahmen digitalisiert. Mozart, Beethoven und natürlich Gustav Mahler, für den die Bamberger berühmt sind. Die Deutsche Grammophon bringt einen ganzen CD-Schuber heraus. Die Lizenzen haben dem Betriebsdirektor schlaflose Nächte bereitet. Mittlerweile sind auch alle Rechte eingeholt, was zum Teil nicht ganz einfach war, dort, wo sie nicht bei den Schallplattenfirmen lagen, sondern bei den Dirigenten und Solisten selber bei Rundfunkaufnahmen. Aber jetzt haben wir alles beisammen und das Presswerk legt los. Gut. Und dann haben wir hier Florida. Mhm. Für das kommende Jahr ist eine große USA-Tournee geplant. Konzerte an beiden Küsten der USA und ein Auftritt in der Carnegie Hall in New York. Das Ganze kostet so Pi mal Daumen eine halbe Million. Und wie viel, wenn Sie auf die Reise gehen, ist davon dann schon gesichert durch Vorverkauf? Es ist eigentlich bis auf New York alles gesichert, weil wir feste Honorare mit den Veranstaltern vereinbart haben. New York ist unser eigenes Konzert. Wir müssen dort 2.500 Tickets verkaufen. Im 1000 Jahre alten Bamberg, Weltkulturerbestadt, wo jeder 10. Einwohner ein Abonnement besitzt, wäre das wohl kein Problem. Für New York will Intendant Axt Sponsoren aus der Wirtschaft mobilisieren. Ganz ohne Risiko geht es nicht. Die Bamberger spielen den Großteil ihrer 100 Konzerte pro Jahr auswärts. Gerade ist ein Bildband erschienen, der den Tourneealltag zeigt. Und das Blumenmädchen wollte sich nicht fotografieren lassen. Dann hat es einfach den Strauß vors Gesicht genommen. Diese Tourneen haben 3 bis 4 Jahre Vorlauf. Das brauchen sie, wenn sie an die großen Konzertorte dieser Welt wollen. Und dann passieren zwischendrin natürlich immer wieder Unwägbarkeiten. Der Wechselkurs ändert sich, Flugbenzin wird teurer, sodass wir auf einmal eine andere Kostensituation haben. Wir versuchen damit hinzukommen. Wenn alle Stricke reißen, wird abgesagt. Aber das ist wirklich die allerletzte Option. Und für die geplante USA-Tournee ist das natürlich überhaupt keine Option. Die Musiker sind schon voller Vorfreude. Wenn ich irgendwo im Mittleren Westen spiele oder ich spiele 5 Tage in New York, das ist natürlich für uns erstmal attraktiver. Aber es gilt immer die Regel, gut spielen muss man überall, auch in der letzten Scheune. Und da versuchen wir uns dran zu halten.